Peter Jähle, Keeper des FC Vaduz. Für dich das erste Liechtensteiner Cup-Finale. Ein Highlight in diesem Jahr für dich? Ja, ganz sicher ist es für uns ein Highlight. Wir möchten den Titel unbedingt holen. Der Liechtensteiner Cup-Sieger darf an der Europa League teilnehmen. Und ja, das ist ein grosses Ziel für uns. Es macht jedem Fußballer Spaß, im Finale zu stehen. Und ja, wie sicher am Donnerstag werden wir eine tolle Atmosphäre im Stadion haben. Und ja, das ist etwas, was die Fußballer gerne haben. Wie geht man als Spieler mit der Situation um, gewinnen zu müssen? Ja gut, das ist eine Situation, wo es geht, wo man von der Zeitung, von den Medien als Favorit betitelt wird. Wir wissen aber, dass im Finalspiel eben die Chancen eigentlich 50-50 sind. Es ist ein Spiel. Jede Mannschaft hat die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, und es wird ein harter Kampf. Also wir tun uns mit der Favoritenrolle nicht beschäftigen, wir tun uns mit dem Gegner beschäftigen und mit unseren Stärken und konzentrieren uns auf den Match. Michael Schoklaser, Kapitän des USV Eschenmauren. Das Cupfinale steht an. Ihr seid Außenseiter, weil ihr eine Liga tiefer spielt. Gilt das eigentlich in einem Cupfinale? Also ich sage immer noch, dass es gilt. Also schlussendlich, Cup ist immer seine eigene Gesetze, wie man so schön sieht. Aber ich denke, zumal, dass wir jetzt doch eine schwere Rückrunde hatten, haben wir in erster Linie sicher nicht jetzt an Cup denken. Und ich denke, Vaduz, durch das, dass ich mit dem Trainerwechsel, haben sie sich sehr wieder gefangen gehabt. Und rein jetzt vom Spielerpotenzial ist natürlich Vaduz Favorit. Wir hoffen natürlich, dass wir die Leistung können anknüpfen, weil wir kein letztes Jahr, dass wir Chancen kreieren können. Und das Wichtigste auch dabei, dass wir auch die Chancen nutzen. Aber ich denke, es wird sehr, sehr schwer. Und ja, Vaduz ist doch noch Favorit für meine Sicht. Das letztjährige Cup-Finale war für euch ja fast ein Heimspiel. Viele USV-Anhänger fanden den Weg ins Rheinparkstadion. Wird es heuer wieder so sein? Ja, ich hoffe. Also ich denke, es haben sich viele auch schon jetzt für das Cup-Finale sehr gefreut und waren noch viele auch gekommen. Und ich denke, gerade so, wie es letztes Jahr gesehen ist, dass jetzt vielleicht gegen die Tribüne voller sein wird, hoffe ich natürlich, dass es wieder so ist. Und ja, ich denke, das letzte Cup-Finale hat gesagt, dass es ein knappes und sehr ein interessantes Spiel ist mit vielen Torszenen, und ich denke, dass das auch sehr attraktiv sein wird für die Zuschauer, und ich hoffe, dass, sage ich jetzt auch, von der anderen Seite mehr Leute kommen werden und dass auch die Stimmung dementsprechend ist.